Heute darf ich Ihnen einen anderen Fall erzählen. Es geht darum, dass in einem Gebiet, wir sprechen jetzt nur von einem Baugebiet, der Gebietscharakter durch neu erteilte Genehmigungen, Baugenehmigungen in Frage gestellt wird. Beispiel von entschieden vom Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht Hamburg. In einem allgemeinen Wohngebiet, das nicht überaus groß war, wurde eine Flüchtlingsunterkunft geplant und von der Behörde auch genehmigt. Diese umfasste 17.000 Quadratmeter. Damit hat sie über zwei Drittel des vorhandenen Wohngebietes eingenommen. Die schon vorhandenen Bewohner des Wohngebietes haben gesagt, das kann nicht sein, dass in einem allgemeinen Wohngebiet zwei Drittel mit einem anderen Gebietscharakter belegt werden und haben sich gegen diese erteilte Baugenehmigung gewehrt. Die Sache ging zum Verwaltungsgericht Hamburg und die Richter des VG Hamburg haben den Bewohnern Recht gegeben. Sie haben gesagt, damit würde der Gebietscharakter in Frage gestellt. Wichtig für den Juristen ist, dass sie als Bewohner eines Gebietes Anspruch auf Erhaltung dieses Gebietscharakters haben. Gleichwohl, wenn Sie die Entscheidung zu Ende von mir hören möchten, haben die Bewohner in der zweiten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin verloren. Dieses hat zwar bestätigt, dass die Bewohner Anspruch darauf haben, dass ihr Wohngebietscharakter erhalten bleiben. Sie haben aber gleichwohl gesagt, dass ausnahmsweise über das Institut der Befreiung ein Rechtsbegriff aus dem öffentlichen Baurecht, über das Institut der Befreiung eine solche Flüchtlingsunterkunft zulässig sei, wenn damit nicht zu weitgehend in die Rechte der vorhandenen Bewohner eingegriffen würde. Und da kam das OVG zu dem Ergebnis, dass hier eine unzumutbare Belästigung nicht gegeben sei. Die Bewohner haben also das Flüchtlingsheim hinnehmen müssen.